Und wie genau kitzeln wir jetzt mehr Sound aus diesem 199 Euro Harley Benton Bass raus? Da nehmen wir die guten Hotwire Stacked Pickups und die passive Richter-Elektronik und damit wird es schon klappen. So, da sind wir jetzt hier im OP. Hier sind die Hotwire Stacked Humbuckers. Total brummfrei. Die werden da jetzt reingesetzt. Und hier ist die gute Richter-Elektronik. So, die Pickups werden jetzt eingebaut, die neuen. Die passen auch. Da müssen dann noch so ein paar Gummis drunter gelegt werden. Das sind Hotwire Pickups. Das sind die guten gestackten Humbucker, die wir seit 2001 verwenden. Bevor wir jetzt die Pickups an die Elektronik anschließen, müssen wir noch das E-Fach ein bisschen mit Kupferfolie isolieren. Das ist dieses Material hier. Verbindung von der Brücke habe ich jetzt an die Kupferfolie gelötet, weil das Kabel ein bisschen zu kurz war, sonst hätte ich es auch direkt an die Elektronik anschrauben können, aber ist egal, Hauptsache geerdet. Jetzt müssen wir nur noch die Kabel von den Pickups hier auf die richtige Länge bringen, dass wir sie sauber an die Elektronik anschließen können. Seiten sind drauf, jetzt hängen wir mal die Elektronik rein und schließen mal an und hören mal, ob was rauskommt. So, let's test. Zu den Soundbeispielen, da ist jetzt kein so ein großer Unterschied wie Tag und Nacht, es geht eher um die Feinheiten. Wenn wir uns hier diesen Harley Benton, diesen Roswell Pickup angucken, das ist ein reiner Single Coil, ein Einzelspuler, wie man sie von Fender her kennt. Die sind baubedingt etwas
nebengeräuschempfindlich. Aber es sind gute Pickups, funktionieren. Auch die passive Elektronik funktioniert auch. Bei meiner Spielweise komme ich mit der B-Seite ganz gerne an die Magnete. Und das klappert dann auch, gibt auch Nebengeräusche. Gucken wir uns jetzt hier mal die Hotwire Stack Pickups an. Die sind ja total zu und sind zwei Spuren übereinander. Also ein Humbucker. Ein Humbucker, die brummen nicht. Die haben keine Nebengeräusche. Und wenn man da mit der Seite auf die Kappe kommt, sind keine freiliegenden Magnete. Also schon mal in Ordnung. Der Unterschied zu den Pickups ist, spielt man auf einer Bühne mit viel Licht und viel Elektronikgedöns oder in einem Studio, dann haben diese Pickups natürlich gelegentlich Nebengeräusche, wo man sich drum kümmern muss. Hat man aber diese Stack-Pickups, da hat man da keine Probleme damit. Soundunterschiede gibt es eigentlich auch nicht. Der gestackte Pickup behält den Single-Coil-Sound, macht nur keine Nebengeräusche. Und für wen lohnt sich jetzt so ein Upgrade? Kostet ja alles Geld. Also mein Kunde, der sagte, er hätte den Eindruck bei diesem Bass hier, dass da nicht alles rauskommt, was er reingibt. Das habe ich halt auch gemerkt. Und ich hatte eben vor 2 Jahren schon einen Yamaha-Bass mit Hotwire Stacked Pickups und einer Richter-Elektronik ausgestattet. Und er meinte, so einen Sound hätte er auch gern bei diesem Bass. Insofern haben wir jetzt dieses Upgrade gemacht, damit das alles so funktioniert. Denn was der Junge haben will, soll er kriegen. Also ich persönlich habe nach dem Umbau sofort beim ersten Ton gehört, dass da was verändert wurde, weil ich ja auch den Sound von diesen Pickups seit über 20 Jahren gewöhnt bin, weil wir da täglich mit arbeiten. Und auch die Richter-Elektronik, die scheint noch ein bisschen mehr an Sound durchzulassen. Insofern alles gut.